herzlich willkommen zu eurem Taroskop in der Liebe für den Monat Februar. Du bist genau richtig hier, wenn deine Sonne, dein Mond, dein Aszendent oder deine Venus im Sternzeichen Krebs ist. Und ein kurzer Disclaimer, bevor wir beginnen, dies ist keine persönliche Legung. Nimm daher wirklich nur das für dich heraus, was für dich wichtig und richtig erscheint und lass den Rest gehen. Okay, so. Wir schauen einmal für Krebs in der Liebe. Oh, da kommen die ersten Karten. Oh, wow, das fängt ja schon mal richtig toll an. 10 der Kelche, also Erfüllung, ja, Wunscherfüllung, emotionale Erfüllung, falls ihr in einer Beziehung seid. Also es könnte momentan fast nicht besser laufen, ja. Falls ihr Single seid. Entweder seid ihr so glücklich mit eurem Single-Leben, ja, bei manchen soll es vorkommen, dass nach einer schweren Beziehung, ja, dass dann endlich man wieder Single ist und man tun und lassen kann, was man möchte. Oder jemand kommt in euer Leben. Jemand, der das Leben versüßt und der sehr emotional gut zu dir passt, ja. Und dich glücklich macht mit seiner oder ihrer Anwesenheit. Dann haben wir die 8 der Münzen auf dem Kopf. Vielleicht vernachlässigt ihr die Arbeit ein bisschen. Also es kann sein, dass ihr so im Liebesglück schwelgt im Februar, dass ihr sagt, ach ja, ich, ne, was nicht sein muss, also was nicht unbedingt nötig ist, lassen wir einfach liegen. Ich finde, es ist völlig legitim, dass man manchmal einfach so Phasen hat, dass man sagt, ach ja, wir schauen einmal, ja, was es so ergibt. Wenn man jetzt nicht gerade staubwischen muss, ja, dann kann man es auch noch liegen lassen eine Woche, ne? Also vielleicht seid ihr tatsächlich sehr, sehr emotional involviert und ihr habt keine Lust, die Wohnung aufzuräumen, weil es so viel schöner ist, vielleicht im Bett zu liegen, ja, oder vielleicht nehmt ihr euch keine Zeit, die ihr sonst vielleicht genommen hättet, um irgendwelche Dinge zu gestalten, ja, vielleicht vernachlässigt ihr eure Hobbys, ja, das kann sein. Ansonsten ist es im Moment so, falls ihr in einer Beziehung seid, ihr müsst nicht sehr an dieser Beziehung arbeiten, also es fliegt euch quasi zu, das ist alles sehr, sehr harmonisch momentan. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir die Mäßigkeit. Mir fällt gerade der deutsche Name nicht mehr ein. Die Mäßigkeit. Also Balance. Ja, ich denke, dass ihr kommt auch wieder in Balance. Das ist einfach nur so eine Zeit, wo man sagt, ne, vielleicht ist man gerade frisch verliebt und der Rest, ja, der wird irgendwie so grau in grau. Ne? Außer der Liebste, die Liebste, ne? Aber wir haben dennoch hier sehr viel Balance. Also gefühlsmäßige Balance. In Bezug auch auf Realität, ne, wir haben hier ja den Engel, der einerseits auf dem Land steht, ne, was so eine Geerdetheit darstellt und dann hat er aber auch den Fuß im Wasser. Also hier ist auch ein emotionaler Bezug, das heißt, ihr kommt da sehr gut wieder ins Gleichgewicht. Ne. Die Emotionen überlasten nicht hundertprozentig jetzt ja, die Verpflichtungen, sondern das wird ein bisschen ausgeglichener auch im Laufe des Monats. Die 4 der Münzen und der Turm. Interessant. Die beiden kamen jetzt auch bei Zwillinge heraus, allerdings auf einer anderen Position, aber in der gleichen Reihenfolge. Wir haben die Herrscherin am Boden des Decks. Okay. Also für diejenigen, die frisch in einer Beziehung sind, habe ich eine kleine Warnung. Naja, wenn du nicht schwanger werden möchtest, ja, wenn du in dem Alter bist, wo du schwanger werden kannst, beziehungsweise wo du auch ein Kind zeugen kannst, und du möchtest das nicht, dass daraus ein Kind entsteht, dann musst du Maßnahmen treffen. Okay, also hier kein Risiko eingehen, das könnte zu einer Schwangerschaft führen.
mit der Herrscherin und dann eben dem Turm. Na, man möchte ja eigentlich noch so lange in der frisch verliebten Phase bleiben und dann, wenn dann ein Kind kommt, dann wird man sehr schnell ja in eine andere Phase katapultiert, in die man vielleicht noch nicht möchte. Okay, aber ich denke, dass hier, ihr versucht hier so ein bisschen das Glück zu halten, ihr versucht das genauso zu halten, wie das, ja, wie es ist, und das ist nicht möglich. Also es wird sich etwas ändern, was nicht heißt, dass es was Negatives sein muss, ja, aber ihr versucht es halt wirklich sehr, sehr stark so, es muss genauso laufen und es muss sich genauso anfühlen und, ne, wie Anfang des Monats oder die erste Hälfte des Monats. Aber Ende des Monats gibt es hier eine Veränderung. Ja, hier ist eine kontrollierende Energie mit den vier der Münzen. Und da würde ich euch auch raten, da ein bisschen locker zu lassen. Ja, also die Kontrolle ist tatsächlich nicht das, was ihr hier anwenden solltet. Denn ja, der Turm ist halt, es ist wie so eine Gegenbewegung zu dieser Kontrolle hin. Okay, schauen wir mal auf die Orakelkarten. Krebs in der Liebe im Februar. Krebs in der Liebe zum Februar. Im Februar. Nicht. Ach, natürlich ist sie runtergefallen. Wir haben den Wolf und die Hagebutte mit Guardianship, also mit, wie soll man das übersetzen, mit dem Behüten, ja, das Behüten. Ein Guardian ist oder ein Führer, also etwas oder jemand, der wie ein Vater einen führt oder leitet, ja, okay. Und dann haben wir das Stachelschwein und die Anemone mit Grenzen. Und den Kojoten mit Datura, mit Täuschung. Also hier, dadurch, dass wir die Täuschung ja hier haben, ne? Also täuscht euch nicht selbst. Beziehungsweise die Täuschung kann daher kommen, dass ihr eben versucht, alles unter Kontrolle zu haben. Auch die andere Person, aber die andere Person ist, also wird wahrscheinlich dagegen kämpfen. Also lasst es sein, falls ihr hier jemanden kontrollieren wollt, falls ihr ja, jemanden quasi in der Liebe halten möchtet. Diese Person muss sich selber dazu entscheiden, bei euch bleiben zu wollen. Okay. Also wir haben Führung, Grenzen und Täuschung. Es hat ja sehr viel, also im Grunde ist ja eine Grenzsetzung ist nicht mit Kontrolle gleichzusetzen. Okay, also vor kurzem gab es ja die Diskussion mit diesem einen Schauspieler Jonah Hill, der seiner damaligen Freundin gesagt hat, ne, meine Grenze ist, du darfst nicht mit Menschen, mit Männern arbeiten und du darfst dich nicht mehr so freizügig präsentieren, was sie vorher gemacht hat. Sie ist eine, also ich weiß leider nicht, wie ihr Name ist, tut mir leid, aber diese Dame, also die Ex-Freundin von Jonah Hill, ist eine Surferin und posierte auch freizügig halt im Badeanzug, im Bikini. Arbeitet natürlich, da sie auch Surferin ist, und da sind sehr viele Männer in dem Beruf, arbeitet sie halt auch sehr viel mit Männern. Und Jonah Hill hat ihr gesagt, das ist meine Grenze, das ist meine Boundary. Du darfst das nicht. Und so funktionieren Boundaries nicht. Sie sind verwandt, aber ne, das eine ist Kontrolle, das andere ist Grenzsetzung. Er hätte sagen können, ne, es tut mir leid, also mal davon abgesehen, dass er ja wusste, was für eine Frau oder was für ein Mädchen das ist. Ja,
Hätte das für ihn vorher schon eine Grenze sein können, eine Boundary, indem er sagt, nee, also ich möchte halt nicht mit einer Frau zusammen sein, die diesen Beruf hat, weil sie mit vielen Männern zusammen ist und weil sie sich freizügig präsentiert. Das ist meine Grenze, das möchte ich nicht. In einer Beziehung, dann geht man keine Beziehung ein. Ja? Die Kontrolle kam in dem Moment ins Spiel, dass er gesagt hat, du darfst das nicht. Das ist Kontrolle. Ne? Also das sind zwei verschiedene Dinge. Und hier ist es vielleicht ein schmaler Grat. Hier eine Grenze zu ziehen, das ist völlig okay. Das ist auch absolut legitim. Aber die Kontrolle, das ist etwas, was dir nicht gut bekommen wird im Februar. Okay? Also achte darauf, dass du dich da auch ein bisschen checkst. Vielleicht ist es auch umgekehrt. Also falls jemand versucht, dich zu kontrollieren, auch hier. Ne? Eine Grenze ist das, was von mir selber ausgeht, wo ich sage, tut mir leid, das ist meine Grenze. Ich kann das nicht erlauben, ja, für mich. Ja, ich muss dann halt, in dem Falle von Jonah Hill hätte er sagen müssen, das ist meine Grenze, ich möchte das nicht. Ich kann leider nicht mit dir zusammen sein. Ja, das wäre eine Grenze gewesen. Aber eben zu sagen, du darfst das nicht mehr, ist Kontrolle. Von daher, falls da jemand euch versucht zu kontrollieren, seid da wachsam und vorsichtig. Dann haben wir Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme sind ein Faktor in deinem Liebesleben im Moment. Interessant, weil wir ja hier die 8 der Münzen auf dem Kopf haben. Es kann auch sein, dass jemand in eurem Job versucht, euch zu kontrollieren, okay? Dass das quasi die Liebe stören kann, dass hier, dass du vielleicht nicht mehr Überstunden reißen kannst, wie das vorher der Fall war, oder reißen möchtest und du dadurch Probleme mit dem Chef bekommst, ja, oder mit den Kollegen, die dir vorwerfen, nicht gut zu arbeiten, was nicht stimmen muss. Ja, also nur weil man sagt, ja, ich nehme jetzt nicht mehr jede Überstunde mit, wenn du deine Arbeit 40 Stunden lang gut erledigst oder 39, dann leistest du trotzdem gute Arbeit. Ne? Aber oft wird das als Druckmittel eingesetzt. Also von daher könnte es da auch Probleme geben. Okay, und dann haben wir Hochzeit. Diese Situation beinhaltet Hochzeit oder Ehe. Möglicherweise, ja, falls ihr schon in einer Beziehung seid, dann könnte es einen Heiratsantrag geben. Auch das hier könnte der Turmmoment sein. Ja, ein Antrag, das kann auch ein Turmmoment sein. Ich sagte ja, es muss nicht unbedingt was Negatives sein, wenn der Turm kommt. Aber dennoch kann es halt, weil es so plötzlich kommt, weil es wirklich ein bisschen den Boden unter den Füßen wegreißt, kann es ja, schmerzhaft sein oder beängstigend. Vielleicht kommt der Heiratsantrag auch ein bisschen früh. Ja, auch da immer mit Vorsicht zu genießen, ja, zu schauen, was sind die Hintergründe, was sind die Motive der anderen Person. Ansonsten vielleicht dachtest du, diese Person möchte nicht heiraten und bei dir hat er oder sie es sich anders überlegt. Ja. Auch das kann dann sein, oh, okay, ich dachte eigentlich, das wäre außer Frage. Und jetzt steht es doch im Raum. Und das kann natürlich dann auch ja, Probleme aufwerfen oder dazu führen, dass man die Beziehung hinterfragt. Aber alles im Allen, ich muss es sagen, es ist an sich ein recht guter Spread. Es kann halt hier ein bisschen Komplikationen geben, besonders Ende des Monats, okay? Zum Abschluss ziehe ich euch noch ein paar Liebesbotschaften. So, die erste Karte passt auch sehr gut zur Mäßigkeit. Da haben wir die Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Dann haben wir den Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Also falls noch niemand in deinem Leben ist, könnte hier tatsächlich bald jemand vor der Tür stehen. Dann haben wir Verspieltheit. Ich kann mich nicht erinnern, diese Karte jemals gesehen zu haben.
Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Hier ist vielleicht ne Kontrolle gegen Verspieltheit. Ja? Und zu guter Letzt haben wir Telepathie. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar. Es darf auch gerne einfach ein Emoji sein. Und natürlich ein Abo. Vergiss nicht zu abonnieren und das Glöckchen anzuläuten. Und falls du heute ganz besonders freigebig bist, dann lass mir doch ein Trinkgeld da. Zum Beispiel über den Super Thanks Button, das kleine Herz unter diesem Video. Ansonsten findest du noch Links und Infos zu PayPal und Amazon und so weiter. Die findest du in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Und ich sage danke, dass ihr da wart. Wünsche euch einen wunderbaren Februar. Bleibt stark, ihr schafft es. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin.